Hallo und herzlich willkommen. Heute zeige ich euch wieder die 5 besten Apps der Woche. Und zwar heute die 5 besten kostenpflichtigen. Das hatte ich ja letzte Woche angekündigt, dass ich jetzt 5 kostenpflichtige zeige. Und ja, ich wollte das alles mal ein bisschen kürzer machen und das Zwischengeplänkel einfach wegschneiden. Deswegen fange ich jetzt auch ganz schnell an. Und wir sind hier schon gleich bei Ridiculous Fishing. Das ist wirklich eine ziemlich coole App. Machen wir den Ton ein bisschen leiser. So, und jetzt müssen wir am Anfang seine Angel, das soll eine Angel sein, so weit wie möglich, ohne die Berührung eines Fisches, nach unten. Jetzt haben wir einen Fisch berührt und jetzt geht es so los, dass wir so viele Fische wie möglich jetzt damit einfangen müssen. Jetzt müssen wir tappen und jetzt müssen wir die nacheinander abschießen. Deswegen heißt das ja auch Ridiculous. Und danach wird unsere Punktzahl dann angezeigt. 72. Und jetzt wollen wir nochmal neu anfangen. Das ist natürlich wichtig, so weit wie möglich nach unten zu kommen, damit man mehr Fische einsammeln kann. Jetzt haben wir auch einen von den größeren hier. So, und jetzt haben wir 112 an Punkten. Und im Store können wir uns dann halt immer wieder neue Sachen freischalten. Und ja, jetzt noch ein letztes Mal. Ich finde es einfach irgendwie richtig cool. Das hat, ist irgendwie mal was anderes. Oh. Man sieht auch, dass man nicht alle Fische einsammeln kann, ne? So, jetzt haben wir 166 Punkte und das ist jetzt hier unser Highscore, also ist es noch lange nicht gut. Das war jetzt einfach nur so mal angespielt. So, dann kommen wir zur nächsten App. So, und jetzt sind wir hier bei Temple Run OS und das ist die kostenpflichtige Version von Temple Run. Und ja, das hat einfach noch mal ein paar andere Feature. Und ihr seht hier, dass es soll von Zauberer von Oz, das kennen ja wahrscheinlich die meisten, empfunden sein und hier gibt es einfach noch viele andere Features und ihr seht schon, das sieht ganz anders aus wie Temple Run 2 und kostet dafür auch was. So, und hier, es gibt halt überall diese Sachen jetzt hier. Aber vom Prinzip her ist es genau das gleiche wie Temple Run 2. Und ja, wir spielen hier gerade das Tutorial, habe ich mal gedacht. Das ist ganz gut, um das zu zeigen. Weil es hier halt noch so ganz viele andere... Das war jetzt ein Fail. Hä? Okay, irgendwie spinnt mein Handy ein bisschen gerade. Ich habe nach unten ges... So, und jetzt können wir hier die Münzen einsammeln. Hier bricht doch einfach mal sowas weg mitten im Spiel. Und ihr habt da gerade auch gesehen, dass dieser Drache da entgegengeflogen kam. Also ich finde es einfach richtig cool. So, ja, jetzt sind wir bereit. Und... Hier, ihr seht jetzt den Ballon. Das ist halt dieses coole Feature, was es hier noch gibt. Es gibt es ja bei Temple Run 2 mit dieser Mine und hier gibt es halt diesen Ballon. Das ist auch richtig cool, finde ich. Ist halt so richtig dem Zauberer von Oz nachempfunden. Das Spiel gibt es auch schon ein bisschen länger, glaube ich. Aber es ist trotzdem cool. So, und jetzt geht sie wieder nach unten. Und das Spiel wird halt sofort gesetzt wie gerade. Und ja, so viel. Das war's zu Temple Run OS. So, und jetzt sind wir hier bei Edge. Und bei Edge spielen wir diesen kleinen Würfel hier, den wir durch ein Ziehen mit dem Finger in eine bestimmte Richtung bewegen müssen. Und wir werden hier mal durch solche Maps geführt und müssen halt zum Ziel kommen. Und hier seht ihr jetzt zum Beispiel, sind immer so kleine...
ja, Gefahren, die man umgehen sollte. Zum Beispiel jetzt das hier. Und wenn ich jetzt hier, Moment, jetzt würde ich nach unten geschoben werden. Jetzt habe ich verloren und würde ich wieder neu anfangen müssen. Nein. Also es sieht eigentlich ziemlich einfach aus, aber es ist gar nicht so einfach. So, und jetzt müssen wir hier wieder um die Ecke, jetzt kommen wir hier hoch. Jetzt gibt es hier so einen Auslöser, mit dem wir hier eine Brücke freischalten können. Sowas finde ich auch richtig cool. Das gibt es immer wieder im Spiel, diese. Und hier, ach ja, hier, was gibt es jetzt hier? Ah, okay. Das war jetzt dieses Fragezeichen, das hat uns so einen kleinen Tipp gegeben. Wir müssen uns hier so. Oh, das ist echt schwierig. So. Wir haben uns halt so ein bisschen daran gehangen. Nein. Naja, wir haben es trotzdem noch geschafft, so. Aber diese ganzen Auslöser, das finde ich so cool. Das Spiel macht einfach richtig Fun, finde ich. Also. So, und ja, sonst wird das auch zu lang. Und die Level werden halt immer komplizierter. Und das ist jetzt eigentlich schon relativ kompliziert hier. Das ist ein Bonus-Level. So, so viel zu Edge. So, und jetzt sind wir hier bei Blocky Roads. Und das ist jetzt hier auch wieder das Intro sozusagen. Das ist so ein bisschen Minecraft-mäßig, aber so auf Autofahren ein bisschen ausgelegt. Das ist auch einfach richtig cool. Also, wir sehen jetzt hier unser Auto. Müssen wir jetzt hier ganz normal Gas geben. Das ist so Nitro-Streifen und ich finde, das Spiel ist einfach so genial. Das sieht einfach so cool aus. Und wir können natürlich auch bremsen mit dem anderen Button. Und jetzt haben wir es verkackt. Und das ist einfach richtig nett gemacht. Jetzt hier mit der Lava. Harjasses. Also. Jetzt können wir hier upgraden. Also unser Auto. Wir sehen, wir haben jetzt hier 130 Coins. Und damit können wir jetzt hier irgendwie was verbessern. Wir machen einfach mal alles. So, Restart. Und das ist einfach, ich finde es einfach richtig nett gemacht. Aber habe ich ja jetzt auch schon gesagt. Wow. So, und jetzt mal gucken, ob wir es jetzt schaffen. Ah, sieht schon besser. Oh. Ja. Jetzt kriegen wir hier wieder Benzin dazu. Das brauchen wir, sonst können wir natürlich nicht weiterfahren. Und das führt jetzt, glaube ich, hier. Oh ja. Also man sieht schon, immer wenn man jetzt so einen Vergleich zu den kostenlosen Apps macht, dass es natürlich bei kostenpflichtigen einfach viel coolere Apps gibt. Weil natürlich will auch jedes Entwicklerstudio irgendwie was verdienen. Und jetzt müssen wir so langsam sehen, dass wir wieder Fuel bekommen. Also Benzin. Ah ne, das Ziel ist eh da. So, und das war jetzt diese App. Blocky Roads, wirklich richtig coole App. Einfach mal ausprobieren. So, und jetzt sind wir hier bei Kennerbald. Und ich habe euch diese App schon mal vorgestellt. Und zwar in den Top 25 der besten Apps. Dieses Video, da hatte ich diese App schon mal drin. Aber ich glaube, die hat sich eh nicht jeder von uns angeguckt, weil das über eine Stunde geht, das Video. Und ja, jetzt hat das Spiel ein Update bekommen und da habe ich gedacht, ja, das zeige ich nochmal, was ist wirklich nochmal cooler geworden. Hier können wir jetzt, das ist jetzt sozusagen so eine kleine Map und da können wir auswählen, wo wir spielen wollen. Aber das Spiel an sich ist natürlich immer noch dasselbe. Nur, dass wir jetzt auch noch einen anderen Charakter hier haben. Ach, was laber ich eigentlich? Wir haben keinen anderen Charakter. Also einfach, aber irgendwie finde ich, ist das Spiel nochmal irgendwie besser geworden. Irgendwas haben die auch noch hier an der Grafik oder so gemacht.
Das ist einfach nochmal richtig lustig. Und ich finde es ist einfach so gut, weil es einfach so simpel aufgebaut ist. Ne? Wir müssen einfach nur laufen und springen. Und man kann sich wirklich richtig darauf konzentrieren. Und es passiert nicht ständig irgendwas. Es ist einfach so schön simpel aufgebaut. Und ja, das verstehe ich jetzt eigentlich auch nicht. Ist so ein bisschen Deutsch-Englisch gemischt. Das ist jetzt hier auf Deutsch und dann steht da Retry. Das verstehe ich auch nicht. Und oben ist auch wieder Englisch. Also keine Ahnung. Wir können auch einmal Retry machen. Also wir müssen immer springen. Und hier sind immer so Gegenstände. Und am Anfang sollte man die natürlich vermeiden, damit man auf Geschwindigkeit kommt. Aber irgendwann ist man im Spiel einfach so schnell, dass man die als Bremse sozusagen braucht, damit man nicht so schnell wird, damit man ihn auch noch kontrollieren kann. So, und das war's jetzt mit den besten Apps der Woche. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen besser gefallen, wie ich das jetzt gemacht habe. Alles ein bisschen kürzer und knackiger und auch mit den kostenpflichtigen Apps. Ihr könnt mir natürlich gerne wieder Apps vorschlagen. Wir sehen uns dann nächste Woche Samstag wieder. Bis dann, haut rein.